Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Hustle Castle. Das ist eine spezielle Episode, denn diesmal ist mal kein Event. Das letzte Event ist erst gerade zu Ende gegangen. Und um was geht's dann in dieser Episode? Nämlich, ich habe den Endgegner, zumindest den Endgegner bis vor kurzem, geschlagen und habe dadurch die neuen Einzelspielermissionen freigeschalten. Das Traurige daran ist, es gibt eigentlich keine wirkliche Beschreibung, wie der Endgegner zu schlagen ist. Und es gab sogar YouTube-Videos, wo zum Beispiel eine Kampfkraft von 500.000 ausgereicht hat. Und ich habe aber, wie man jetzt sieht, 1.350.000, beziehungsweise wenn ich die anderen Items sehe, ich habe ein paar Items ausgetauscht, habe ich sogar noch mehr. Also, wie kann das dann sein? Ich musste kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Also, wie kann das dann sein, dass ich mit so einem Trupp nicht easy schlage? Das Problem daran ist, der Endgegner, also der Abyssal Lord, mir fällt sein Name gerade nicht ein, wo man unter anderem diese coole, ups, Rüstung dann bekommen kann, Ausrüstung bekommen kann. Der Abgrundfürst, genau so heißt er, hat nämlich etwas, was nicht mehr beschrieben steht. Schaden, den er bekommt, schmeißt er zurück. Und das ist teilweise richtig krass. Ich glaube, dann schmeißt er sogar mehr zurück. Ich weiß nicht, weil es ist teilweise so gewesen, dass meine Kämpfer einfach instant totgegangen sind. Und dann durch Zufall, durch viel Nachlesen auf Reddit und so weiter, habe ich einen Thread gefunden, der erklärt, wie man den einfach schlagen kann. Und das hat wirklich sofort funktioniert, sonst hätte ich es aufgenommen. Aber ich habe mir gedacht, ah, das glaube ich nicht, dass das geht, ich probiere es einfach mal. Folgendes: Ich habe nur einen Krieger, der eine Stun-Waffe hat, der muss nicht so gut sein, der kann ruhig schlechter auch sein. Und die anderen haben alle entweder Heilstäbe oder Wiederbelebungsstäbe. Okay, also drei Magier habe ich da oder vier? Warte mal, ja, ich habe eigentlich zwei Kämpfer, genau, zwei Kämpfer. Moment. Also zum Beispiel der Filiasson. Ah, so kann ich es so wieder nicht anschauen. Der Filiasson hat einen Heilstab bekommen. Der ist nicht sonderlich gut, aber egal. Und mein anderer, der Bjorn, ein Krieger, hat einen Heilstab bekommen. Sonst habe ich alles gleich gelassen. Also wäre natürlich noch stärker, wenn ich auch noch eine Magierrüstung gehabt hätte, die Zauberstärke und so weiter verbessert. Aber es war gar nicht notwendig. Einen Kämpfer, der vorne steht und in Abgrundfürsten aufhört und am besten eine Stunwaffe hat. Ja, dann habe ich meine Nahema, die Schadensmagie hat. Wäre natürlich wahrscheinlich heilen oder so auch okay, aber ist egal. Ein Wiederbeleber. Ich weiß zwar nicht. Ja, oh ja, die hat dann wiederbelebt, interessanterweise. Sonst hat sie es nämlich nicht gemacht. Also, ich glaube, dass das ein Bug teilweise auch war. Und einen Damage-Dealer. Und weil aber die Magier interessanterweise dann nicht so viel Schaden machen, klarerweise mit den Stäben, also die Krieger auch, sind ja dann auch Magier irgendwie, ist plötzlich der Gegner überhaupt nicht mehr stark. Ich weiß nicht, ich glaube, einmal ist einer gestorben bei mir und das war's. Ur-easy Kampf, weil der Gegner macht dann relativ wenig Schaden. Ich glaube, umso mehr Schaden er bekommt, umso mehr teilt er auf einmal aus. Und dadurch, ja, hat mein Krieg eigentlich vorhin immer super überlebt. Er ist dann geheilt worden und die anderen haben halt immer wieder zwar nicht viel Schaden gemacht, aber sie haben Schaden gemacht. Und ich glaube, ja, nach 35, 40 Sekunden war er down. Also, die Lösung ist ganz einfach. Schaut, dass ihr nur einen mit Stunwaffen habt, einen Krieger, der viel Lebensenergie hat, dass er viel aushält. Und den Rest einfach ausrüsten mit Magiestäben. Wahrscheinlich müssen das keine legendären und so weiter sein. Also schaut's da, vielleicht sogar, wenn ihr Rüstungen und Waffen schmiedet oder auch so Items bekommt, dass ihr euch die aufhebt, wenn es Heilstäbe sind oder Wiederbelebungsstäbe sind. Und wenn es Magiesachen sind, dass irgendwie Magierüstungen die auch aufheben. Auch wenn es nicht so gut ist. Und das an alle verteilen.
dann sollte das easy going sein. Und es ist auch so. Traurig, aber wahr. Auf das muss man mal kommen. Also, um nochmal das gesagt zu haben, das ist die Lösung. Und damit sollte hoffentlich jetzt in Zukunft, wenn jemand sucht, wie kann ich den Lord besiegen, so kann man ihn besiegen. Also mit viel Heilsachen, wenig Damage, geht das ganz easy. So, und damit ich jetzt nicht nur quatsche, sondern auch was zeige, wechsle ich kurz jetzt wieder die Items. Die kann ich leider noch nicht benutzen, weil es sind 85er Waffenrüstung. Kann man sich für 15 Euro kaufen. Ich habe eh lange überlegt, ich habe es mir aber dann geleistet, weil die Skins einfach unglaublich geil sind. So, ich möchte... dass der Filiasson wieder die Stunwaffe hat und Beorn wieder das Schwert hat. Gut. Und jetzt möchte ich noch... Moment, vorher tun wir Action klicken. Möchte ich einen ersten Singleplayer-Kampf machen. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ah, da gibt es jetzt auch Gegner neu. Überhaupt PvP zu spielen. Cool. Und das ist der Endgegner von dem ersten Dings. Ah, da gibt es sogar eine legendäre. Wow. Wenn ich das da durchspiele, bekomme ich fix einen legendären Gegenstand. Das ist nur die erste Karte. Also, okay, ich kann mir vorstellen, dass da die Gegner dementsprechend hart sind. Werden wir jetzt gleich sehen. Ich habe es noch nicht angetestet. Naja, eigentlich müsste ich die easy schlagen. Okay, was sind das für Gegner? Okay, starke Fernkämpfer und... aha, Magie und Explosion. Explodieren die vielleicht? Okay, na, ich bin gespannt. Oh, ich habe die Spells nicht neu memoriert. Einmal Fleisch dazu. So. Dann schauen wir mal, ob die was können. Okay. Okay, also die sind nicht wirklich jetzt stark. Da ist der Epistle Lord Weyerhardt, der Endgegner war, bis vor kurzem wirklich richtig hart. Und ja, kann man halt, weil man selber viel Damage macht, ihn anscheinend nicht schaffen, weil er einen Instant immer killt. Sobald man das weiß, ist er eigentlich kein Problem mehr. Gut, dann würde ich auch sagen, ich beende das Video wieder, weil ich möchte ich da jetzt nicht langweilen. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, wie man den besiegen kann. Also wenn ihr dort seid, macht es und holt euch die Items, die man von ihm abstauben kann. Und wenn ihr euch die 15 Euro leisten wollt, gönnt euch seine Items, seine legendären den Bogen plus die legendäre Rüstung. Bis dahin, haut rein und ciao.